Hallo ihr Lieben, das soll heute der erste Teil meiner kleinen Verlagsvorschau-Reihe werden. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr Lust auf Verlagsvorschauen habt und ich habe mehrfach von euch ein Ja gehört und deswegen kriegt ihr jetzt diese kleine Reihe von mir, wo es um die Verlagsvorschauen der Verlage geht. Ich habe mich hierbei an den großen Verlagen orientiert und an den Verlagen, die mich am meisten auch ansprechen, wo ich auch die meisten Bücher besitze und wo die Bücher rauskommen, die für mich am ehesten ansprechend sind. Deswegen ja, habe ich euch die Verlage auch rausgesucht. Und es wird in jedem Video dieser Reihe um einen anderen Verlag gehen. Ich habe teilweise 2, 3 Verlage zusammengefasst. Und ja, ich gucke mit euch die Vorschauen durch. Wir machen das so, ich werde euch über den Computermonitor die Vorschauen einmal zeigen und mit euch durchblättern. Das heißt, ihr seht mich dann jetzt nicht weiter in dem Video, sondern nur meinen Monitor mit der Verlagsvorschau. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Vorschauen einfach mal an. Und heute starten wir mit dem Lux und One Verlag von Bastei Lübbe. Und dann auch mit der Fantasy und Science Fiction Vorschau vom Piper Verlag und mit Ivy und IVU vom Piper Verlag. Die einzelnen Verlage haben noch viel, viel mehr Vorschauen, außer die, die ich jetzt heute mit euch angucke. Ich werde euch unten in der Infobox den Link zu den Verlagen nochmal mit reinpacken. Das heißt, wenn ihr Interesse an den ganzen anderen Vorschauen habt, die es dort noch gibt, dann klickt einfach auf den Link und dann könnt ihr sie euch selber nochmal angucken. Die Verlagsvorschauen sind keine Geheimnisse. Jeder, der das bei Google einfach mal eingibt, kann sie sich angucken. Und deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass ich sie euch zeigen kann. Auch wenn das eigentlich Vorschauen sind, so eher für Presse und Händler und sowas. Aber wie gesagt, jeder kann da einfach rein und jeder kann einfach das bei Google eingeben und landet bei diesen Vorschauen. Und deswegen denke ich mal, ist das jetzt nicht schlimm, wenn wir dieses Video hier machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt mit der Lux Verlagsvorschau und die ist echt heftig. Die geht über 75 Seiten. Also holt euch noch einen Kaffee, bevor es jetzt losgeht. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, wir beginnen mal gleich mit der Lux Verlagsvorschau und ja, die hat mich ja gekillt, ne? Diese Lux Verlagsvorschau und ich würde sagen, wir machen das so, ich zeige euch die Bücher, wenn ich was zu den Büchern weiß, dann sage ich euch was dazu, aber ansonsten werde ich euch jetzt die Klappentexte nicht noch einzeln vorlesen, weil dann wird dieses Video einfach viel, viel zu lang und ich werde bei der Vorschau auch Werbeseiten und Informationsseiten einfach überblättern, weil das interessiert uns nicht, wir wollen ja die Bücher sehen. Und ja, wir starten jetzt einfach mal mit der Vorschau und die erste Seite können wir gleich überblättern, weil es eine Zusammenfassung ist, die brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir hier die Seite zur Maxton Hall-Reihe von Mona Kasten. Und hier vielleicht als Information, es wird ein Bullet Journal geben zur Maxton Hall-Reihe. Die Protagonistin aus der Reihe schreibt ja auch immer Bullet Journal. Und ja, ich denke mal, deswegen hat der Verlag auch ein Bullet Journal zur Reihe entworfen und bringt das jetzt raus. Und jeden, der es interessiert, das kommt im Juli mit raus. Das können wir wieder überblättern. Das auch. So, dann haben wir hier das neue Buch von Laura Kneidl, Someone New. Und ja, ich finde das Cover wunderschön und ich freue mich schon richtig auf dieses Buch. Im Moment ist es so, dass man eine Sonderausgabe zu diesem Buch vorbestellen kann als Hardcover. Und ich glaube, diese Sonderausgabe als Hardcover, die werden alle signiert von der Autorin. Also, falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall bei Amazon mal vorbei, da ist das alles schon hinterlegt. Generell sind die ganzen Bücher aus den ganzen Vorschauen, die jetzt kommen, werden alle schon bei Amazon, Thalia, Hugendubel in den ganzen Systemen hinterlegt. Also, falls ihr euch die Inhaltsangaben dazu angucken wollt, dann schaut dort einfach nach oder schaut euch hinterher die Verlagsvorschau nochmal in Ruhe an. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf das neue Buch von Laura Kneidl, denn Laura Kneidl schreibt so, so schöne Liebesgeschichten. Dann haben wir hier noch eine Seite zur Erbin, die wird nochmal als Taschenbuch rauskommen, alle 3 Bände. Und dann haben wir hier den 3. Teil der Ivy Years-Reihe, der hier angekündigt wird für Oktober 2018. Das finde ich richtig, richtig cool. Der 1. Teil der Ivy Years-Reihe hat mir gut gefallen, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Ich bin schon auf den 2. gespannt. Der kommt ja jetzt, glaube ich, Ende Juni mit raus. Und ja, freue mich auch schon auf den 3. Tata, blättern wir weiter. Ja, dann haben wir hier 2 Bücher von einer Autorin, die ich noch gar nicht kenne. Und zwar heißt sie Winter Rainshaw. Habe ich noch nie von irgendwie von ihr gehört. Und ich finde, die perfekte Mischung aus Drama, Herzschmerz und Hoffnung klingt ganz, ganz toll. Ich weiß, dass es im 1. Teil Heartless um einen Ex-Baseballspieler geht, der Alessio heißt. Und dann geht es noch um Adi und sie findet ein handgeschriebenes Tagebuch und möchte es seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgeben und ahnt noch nicht, dass das ihr Leben für immer verändern wird. Und ja, mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr dazu. Und ich fand aber, das klingt richtig, richtig toll und ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Der 1. Teil Heartless kommt im Oktober und der 2. dann nächstes Jahr im Februar.
Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Bücher und werde sie mir auf jeden Fall mit angucken. Dann haben wir eine weitere Reihe und zwar von Emma Scott. Auch von der Autorin habe ich persönlich noch nichts gelesen. Diese Reihe heißt All In. Der erste Teil heißt 1000 Augenblicke und der zweite 2 Versprechen. Das ist eine Rockstar-Reihe und ich bin schon richtig gespannt. Und ja, ich finde auch die Cover richtig toll und die Bücher sprechen mich auch auf jeden Fall total an. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf All In. Wie gesagt, wenn es im Oktober erscheint, ich habe es mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Dann haben wir als nächstes Trust von Kylie Scott. Ich muss sagen, das klingt jetzt auch nicht schlecht, habe ich mir persönlich jetzt aber nicht mit aufgeschrieben, weil einfach auch im Oktober so viele gute Bücher rauskommen, wo das Buch erscheint und deswegen, ja, aber vielleicht interessiert es euch ja. Dann haben wir als nächstes wieder eine Reihe für mich, die wirklich richtig toll klingt. Und zwar ist das die Maybe-Reihe, sage ich jetzt einfach mal. Der erste heißt Maybe This Time und auf einmal ist alles ganz anderes. Und der zweite heißt Maybe This Love und plötzlich ist es für immer. Und hier steht die majestätische Bergwelt Colorados, eine idyllische Kleinstadt und die ganz große Liebe. Tauchen Sie ein in die Wohlfühlwelt von Glenwood Falls. Und ich habe ja jetzt vor kurzem erst die Green Mountain Serie begonnen und die hat mir auch richtig gut gefallen. Und ich hoffe, dass diese Reihe so in die Richtung gehen wird und ja, freue mich dann auch schon sehr. Der erste Teil kommt im Oktober und der zweite kommt dann im Februar mit raus und ja. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Hier steht auch für alle Leserinnen von Mary Force und Susan Elizabeth Phillips. Und ja, das heißt, es dürfte mich auf jeden Fall ansprechen. Und die Cover finde ich auch richtig, richtig schön. Dann haben wir hier auch ein Buch, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Also das klingt auch richtig gut. Und zwar ist das Still Broken von April Dawson. Auch die Autorin sagt mir so gar nichts. Also der Lux Verlag hat echt wieder viele Autoren, die mir jetzt persönlich noch nicht bekannt sind. Und ja, habe ich mir auf jeden Fall auch mit aufgeschrieben. Und der letzte erste Song. Also dieses Buch muss ich definitiv haben. Ihr wisst, ich liebe die First-Reihe von Bianca Iosiboni. Und ja, ich freue mich schon auf der letzte erste Song. Dieses Buch erscheint am 30. November hier, der letzte erste Song. Und das hier erscheint auch mit Ende Oktober, nur noch so rein informativ. Und ach ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Dieses Buch werde ich mir auf jeden Fall gleich kaufen, wenn es erscheint. Dann haben wir hier den dritten und vierten Teil der Sinners of Saint-Reihe, Scandal Love und Broken Love. In der Sinners of Saint-Reihe geht es ja um 4 Freunde, die zusammen eine Firma gegründet haben und alle so ihre Schwierigkeiten in der Vergangenheit hatten und ja, jetzt so halt nach und nach die Liebe ihres Lebens finden. Und der erste Teil, Vicious Love, war ja total überzogen und übertrieben und unrealistisch und ich vermute auch, dass die weiteren Teile dieser Reihe das werden, aber ich möchte sie trotzdem lesen, denn es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, das zu lesen und ich persönlich brauche bei so seichten Geschichten keinen unbedingt großen Realismus, also die können ruhig ein bisschen überzogen sein, die Geschichten, das wisst ihr aber schon, dass ich das mag und deswegen, ja, will ich diese beiden Bücher auch auf jeden Fall haben. Dann haben wir hier wieder 2 Bücher, die ich mir persönlich nicht aufgeschrieben habe. Zum einen Dear Life, Lass mich wieder lieben und Ein Highlander zu Diensten. Die klingen jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwo muss man ja auch mal Abstriche machen bei Büchern und ja, die haben mich jetzt nicht so mega angesprochen. Dann haben wir hier wieder eine weitere neue Reihe und zwar von Penelope Ward und V. Keeland. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht. Und zwar One More Chance und One More Promise, Band 1 und 2. Und ja, hier geht es wieder, glaube ich, um Geschäftsmänner. Und hier drüben steht originell, absolut süchtig machend und mit einem Twister überrascht. Ganz sicher eins unserer Top-Bücher des Jahres. Sexy, schlagfertig und humorvoll. Klingt ja erstmal nicht schlecht, aber auch diese beiden Bücher habe ich persönlich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Der erste Teil kommt am 30. November und der zweite dann nächstes Jahr im März mit raus. Also falls es euch interessiert, schaut sie euch auf jeden Fall mal mit an. Dann haben wir hier ein weiteres Buch, was ich auf jeden Fall haben möchte. Und zwar ist das der zweite Teil von Idle. Idle ist auch eine Rockstar-Reihe. Der erste Teil hier unten, Gib mir die Welt, erscheint jetzt mit Juli, glaube ich, oder Ende Juni, ich weiß es nicht genau, aber da freue ich mich auch schon auf jeden Fall drauf, weil Kristen Callihan schreibt einfach so, so tolle Bücher und ja, ich gehe von aus, dass mir diese Reihe gefallen wird, deswegen möchte ich den zweiten Teil auch auf jeden Fall haben. Und ja, Erwachen der Dunkelheit, Lara Adrian sagt mir so gar nichts, ich kenne diese Reihe nicht und kann deswegen auch dazu nichts sagen. Dann haben wir hier eine weitere Reihe, die ich mit der Victorian Rebels Reihe immer verwechselt habe, und zwar American Royals. Und
Ja, in dieser Reihe geht es wohl immer so um Berühmtheiten. Und hier steht, er wollte nie Teil ihrer Welt sein, denn ihr Vater ist der Präsident der USA. Und ja, ich finde, das Buch klingt auch nicht schlecht. Ich habe es mir auch mal mit aufgeschrieben, ist jetzt aber kein Buch, wo ich sage, unbedingt, ich muss es unbedingt haben. Also wenn es sich ergibt, dann schaue ich mal mit rein und werde es mir sicherlich auch mal mit kaufen, aber es ist jetzt kein Buch, wo ich sage, ich muss es unbedingt haben. Dieses Buch hier erscheint im Dezember, das ist auch schon der zweite Teil. Der erste Teil erscheint am 31.8. Seht ihr, der kommt da schon raus. Und ja, ich finde, es klingt nicht schlecht, aber es ist jetzt keine Reihe, wo ich sage, unbedingt meins. Ja. Dann haben wir hier von Simona Arnstedt eine weitere Reihe. Die spielt, glaube ich, so ein bisschen in der vergangeneren Zeit, was jetzt nicht so meins ist. Und nach dem Afterwork jetzt für mich nicht so 100% überzeugen konnte, habe ich jetzt auch gerade nicht so das Bedürfnis, weitere Bücher von Simona Arnstedt zu lesen. Ein ungezähmtes Mädchen ist ja schon erschienen, eine unbeugsame Braut kommt jetzt Ende Juni raus und der dritte Teil, der dann, glaube ich, zu dieser Reihe auch gehört, kommt dann im Dezember mit raus. Und ja, falls es euch interessiert, schaut es euch auf jeden Fall an, aber ich muss das jetzt nicht zwingend haben. Dann haben wir hier eine weitere Reihe, die für mich aber eher Richtung Crossfire tendiert, weswegen sie mich überhaupt nicht anspricht. Und hier steht so erotisch wie hart, so, und hier steht so erotisch wie die Hart-Reihe, so süchtig machend wie Bourbon Kings und so stark wie die Erbin. So, da ich die Hart-Reihe und Bourbon Kings absolut schrecklich fand, werde ich diese Bücher auch nicht lesen. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch, deswegen schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Dann haben wir hier einen letzten Teil einer Reihe, und zwar ist das der vierte Teil, glaube ich, der Dive-Bar-Reihe, nee, der dritte. Dann haben wir hier einen letzten Teil einer Reihe, glaube ich, Abschlussband der Dive-Bar-Reihe, genau, das ist der dritte Teil. Und der letzte Teil, der erscheint im Dezember. Und dann haben wir hier auch noch einen dritten Teil, und zwar Duke of Manhattan. Da ist der erste Teil Kings of New York, der kommt jetzt Ende Juni raus und ich fand auch, der hat sich richtig cool angehört. King of New York wurde mir mein Neuerscheinungsvideo empfohlen, mehrfach. Und ja, ich werde mir das Buch auch auf jeden Fall mal noch mit angucken. Und ja, falls es euch interessiert, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich finde, die hier klingen echt interessant und ich glaube, die kennt inzwischen auch so ziemlich jeder. Da brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Dann haben wir hier auch noch weitere Bücher, die ich auch interessant finde. Also ich fand Stay klang schon sehr, sehr interessant, kommt am 31.8. Dann kommt im Dezember Keep, das gehört auch so zu einer Reihe. Und auch das finde ich klingt richtig, richtig cool. Ach ja, wenn man nur alles haben könnte, ne? Also ich habe die beiden mir auch auf jeden Fall mit aufgeschrieben, aber es sind jetzt auch keine Pflichtbücher, wo ich sage, die muss ich haben. Victorian Rebels, der dritte Teil, kommt dann im Januar raus, der zweite im September und der erste ist jetzt gerade erschienen. Den ersten lese ich auch aktuell gerade und ich kann nur sagen, dass das was komplett anderes ist, wie das, was ich erwartet habe. Aber es gefällt mir bisher richtig gut. Ich bin so kurz vor der Hälfte. Dann kommt nächstes Jahr Ende Januar ein Buch raus, was mich wirklich sehr an die Maxton Hall-Reihe von Mona Kasten erinnert, nämlich Elite Kings Club. Heißt diese Reihe und der erste Teil ist Silver Swan und der zweite Broken Puppet. Und ich finde, wenn man sich den Klappentext durchliest, hat mich das total an die Maxton Hall-Reihe erinnert, so in die Richtung gehend. Und ja, ich finde, die Cover haben irgendwas an sich, sind jetzt nicht richtig schön, aber irgendwie haben sie was an sich. Da ich die Maxton Hall-Reihe jetzt nicht so berauschend fand von Mona Kasten, habe ich mir die jetzt nicht unbedingt mit aufgeschrieben. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Machen wir weiter mit Büchern, auf die ich mich riesig freue. Und zwar wird der vierte, fünfte und sechste Teil der Vermont-Reihe von Sarina Bowen erscheinen oder der True North-Reihe, wie sie bei uns in Deutschland ja heißt. Und der vierte Teil erscheint zwar erst im Januar nächstes Jahr, aber ich freue mich da schon so mega drauf. Und ich finde, die Cover sehen wieder richtig schön aus. Und ja, im vierten Teil geht es um Sarah oder Zara, ich weiß jetzt nicht, wie man den Namen ausspricht. Und Sarah hat sich von einem One-Night-Stand schwängern lassen und hat es danach nie wieder gesehen. Und der Typ taucht jetzt ein paar Jahre später wieder auf und mischt ihr Leben auf. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich habe die ersten drei Teile hier unten ja total gefeiert und kann euch diese Reihe auch wirklich nur empfehlen. Lest sie, sie ist richtig, richtig gut. Und ja, dann ein weiteres Buch, auf das ich mich richtig freue, nämlich der zweite Teil der Age of Trinity-Reihe, also der zweiten Staffel der Gestaltenwandler-Reihe von Nalini Singh, Das Licht des Ozeans. Und hier geht es ja um Bone Knight und oh, ich freue mich da schon so drauf. Und ich muss sagen, das Cover ist ja immer wieder voll nett, ne? Also der Ozean ist wunderschön. Und ja, ich liebe Nalini Singh und ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, wenn Januar ist. Hihi. Ja.
Dann haben wir wieder zwei weitere Bücher, die mich jetzt nicht so unbedingt angesprochen haben. Einmal Tycoon, das ist der fünfte Band, sehe ich hier gerade, von dieser Reihe. Steht hier irgendwo eine Reihenbezeichnung? Nein, hier steht keine Reihenbezeichnung. Und das sind Bücher, die mich jetzt nicht so 100% ansprechen, deswegen habe ich die mir auch nicht mit aufgeschrieben. Dieses Buch erscheint im Januar und das hier drüben mit 1000 Boys Kisses erscheint am 28. Februar. Auch das hat mich jetzt irgendwie nicht so 100% angesprochen. Und aber vielleicht interessiert es ja euch. Dann haben wir hier Die letzte Königin und ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Und eine opulente Welt voller Magie, Intrigen, Liebe und Verrat. Und das klingt echt nach einem Buch für mich. Dieses Buch erscheint erst Ende Februar, was ich gut finde, denn nicht so viel mit einmal, ne? Das ist sonst doof. Dann erscheint der letzte Band um Kate und Curran, wie es hier oben steht. Ich kenne diese Reihe persönlich nicht. Das ist der 11. Band von dieser Reihe. Krass. Und ich kenne diese Reihe nicht. Naja, man kann ja nicht alles kennen. Und dann haben wir hier drüben noch ein Buch von Kim Nina Ocker, was erscheint. Und zwar am 29. März, doch genau. Und ich fand, das klang auch eigentlich ganz süß. Und ich habe mir das Buch auch mit aufgeschrieben. Fällt jetzt nicht in die Kategorie, muss ich unbedingt haben. Aber ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Dann eine weitere Reihe, die ich mir auch mit aufgeschrieben habe. Und die so in die Kategorie unbedingt haben wollen zählt. Und zwar Wild Hearts. Und ich finde, das Buch klingt einfach richtig, richtig toll. Dann haben wir hier wieder zwei weitere Bücher und zwar einmal von Lindsay Sands, diese Vampirreihe. Das ist ja jetzt schon der 27. Band, da bin ich ja mal sowas von raus. Der erscheint aber auf jeden Fall auch Ende März und der 26. Ende August, falls es euch interessiert. Und dann haben wir hier noch No Sweeter Summer. Ich finde, das klingt auch eigentlich ganz süß und ganz interessant. Ist jetzt aber auch kein Buch, wo ich sage, muss ich unbedingt haben. Spricht mich jetzt nicht so tausendprozentig an, aber vielleicht ja den einen von euch. Aber vielleicht ja den einen oder anderen von euch. Und ja, damit wären wir am Ende von der Lux Verlagsvorschau. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Dämon Verlag. Tata! Und hier haben wir ihn. Die erste Seite ist auch hier wieder eine Übersichtsseite, die überblättern wir mal. Dann haben wir auch noch so eine Übersichtsseite und dann kommen wir mal zu dem Buch und zwar Das Mädchen aus Feuer und Sturm von René Adi. Das ist die Autorin für Zorn und Morgenröte und ich muss sagen, das Cover ist so typisches Mädchencover. Ich finde es richtig, richtig schön. Das ist, wie gesagt, so von den Farben und der ganzen Aufmachung her voll das Mädchencover, finde ich. Und ich finde aber auch, das Buch klingt ganz, ganz interessant und ich habe es mir auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Dieses Buch erscheint, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wann sollte das denn rauskommen? Irgendwo stand das doch hier oben. Oder auch nicht. Okay, doch, am 28.09. erscheint das Buch. Und wie gesagt, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Ich finde, es klingt recht interessant und scheint eine Mädchen-High-Fantasy-Geschichte zu sein. Ja, das ist so eine Neuauflage dieser Reihe zum Sonderpreis von 10 Euro. Mädchen, Mädchen, tot bist du. Sagt mir persönlich jetzt nichts. Klingt jetzt auch nicht unbedingt nach einem Buch für mich, aber vielleicht bei dem einen oder anderen für euch. Dann schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Dann haben wir hier Tell Me Three Things, wenn das Glück in deinem Postfach liegt. Das klingt auch nach einer richtig süßen Geschichte. Habe ich mir jetzt aber auch persönlich nicht mit aufgeschrieben, denn wie gesagt, im Lux Verlag habe ich genug Liebesgeschichten für die nächsten 100 Jahre gefühlt. Dann haben wir hier Mädchen auf WhatsApp. Das ist so ein Online-Roman, der besteht wohl auch nur aus Chat-Verläufen und auch so, es ist ja gar nicht meins. Und auch so Mädchen und WhatsApp-Kram, da bin ich glaube ich auch zu alt für. Auf jeden Fall ist das schon der zweite Teil. Und falls es euch interessiert, schaut es euch auf jeden Fall an. Dann haben wir hier ein Buch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue, und zwar Die Vereinten von Caroline Brinkmann. Ich habe ja Die Perfekten letztes Jahr gelesen und ich fand das Buch so gut, das war für mich ein Jahreshighlight und deswegen freue ich mich jetzt schon auf den zweiten Teil dieser Dilogie und freue mich, wenn das Buch am 28. September mit erscheint. Hihi. Als nächstes haben wir hier Cinder und Ella und auch dieses Buch habe ich mir mit aufgeschrieben, denn ich finde, die Geschichte klingt richtig, richtig süß. Klingt nach einer Geschichte auch für mich, auch wenn es jetzt ein Jugendbuch ist, aber ich finde, es hat sich halt richtig gut angehört. Es ist halt ein modernes Aschenputtelmärchen, wie der Titel Cinder und Ella wahrscheinlich auch schon vermuten lässt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und auch dieses Buch erscheint am 28. September.
Dann haben wir hier als nächstes den dritten Teil der Time School Reihe Auf ewig uns. Dieses Buch erscheint am 26.10. Und ja, ich habe persönlich die Reihe noch nicht gelesen von Eva Völler, aber vielleicht der ein oder andere für euch. Wenn es euch interessiert, schreibt es euch auf, 26. Oktober. Dann haben wir als nächstes die Information, dass Elias und Laia oder Laia oder was auch immer das jetzt heißt von Sabata hier nochmal als Taschenbücher rauskommen, was ich richtig, richtig cool finde. Die erscheinen beide am 30. November und ich denke mal, dass ich mir die Taschenbücher auch holen werde. Ich wollte die Reihe schon immer mal mitlesen, habe ich noch nicht, steht aber schon ewig auf meinem Wunschzettel. Und ja, wenn es die jetzt als Taschenbuch gibt, alle beide, dann werde ich sie mir auch mitholen, habe ich mir auf jeden Fall mit aufgeschrieben. Und damit sind wir auch schon am Ende, wie ich gerade sehe, von der One-Vorschau. Die ist, wie gesagt, nicht ganz so lang wie die von Lux. Und kommen wir als nächstes mal zu Piper. Ihr seht hier, Piper hat ganz, ganz viele verschiedene Vorschauen auf der Seite. Wir gucken uns jetzt nur die Fantasy an und Science Fiction und die Ivy und You and Ivy. Das ist eher so meins. Falls euch die anderen interessieren, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich würde sagen, wir starten mit Fantasy und Science Fiction, wobei ich gleich sagen muss, dass ich bei Science Fiction jetzt nicht so aversiert bin, ne? Also da bin ich jetzt nicht so drin in dem Thema. So, als erstes haben wir hier Befreiung von Peter F. Hamilton. Sagt mir so gar nicht, aber vielleicht dem einen oder anderen von euch. Ich finde das Cover auf jeden Fall richtig, richtig schön. Das gefällt mir mega. Dann Dungeon Planet von Tobias O. Meisner. Sagt mir auch so gar nichts, aber wie gesagt, ich bin bei Science Fiction da echt raus. Aber falls es euch interessiert, schreibt es euch auf. Ja, Andrew Bannister kenne ich leider auch nicht. Das Finale der Spin-Off-Trilogie, gucke an, ist eine Spin-Off-Reihe. Ach, Sprich wie Jabba, das ultimative Mitmachbuch für Star Wars-Fans. So, das finde ich hier irgendwie immer ganz witzig, ne? Dann haben wir hier von Richard Schwartz, Fluchbrecher. Ich finde, das Buch klingt echt richtig interessant. Ich habe mir das letztens mal durchgelesen. Klingt nach einer richtig, richtig coolen Geschichte, ist auf jeden Fall Fantasy und ja, der erste Teil der Eisraben-Chroniken. Dann haben wir von Terry Pratchett Große Worte, das ist so humoristische Fantasy, habe ich noch nie gelesen, noch nie probiert, keine Ahnung, ob das was für mich ist, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Ach ja, Wolfgang Holbein. Armageddon, die Nephilim. Ich wollte schon immer was von Wolfgang Holbein lesen, habe ich aber noch nicht gemacht. Das ist jetzt der zweite Teil dieser Reihe. Der erste Teil ist hier unten. Armageddon ohne Untertitel, oder? Nein, ohne Untertitel. Und ja, ich finde die Cover richtig cool. Ich finde, die sehen richtig schön fies aus. Also mag ich sehr. Dann haben wir den zweiten Band der Nebelgeborenen-Saga. Hier hat die Nina von Ninas Lesezeit letztens den ersten Teil vorgestellt. Und ich glaube, er hat ihr auch ganz cool gefallen. Aber es ist halt ein übelster Klopper mit 900 Seiten, der erste Teil. Und ich vermute, so wie der zweite aussieht, ist es auch wieder so ein übelster Klopper. Ja, ca. 990 Seiten. Also, ich glaube, da braucht man Ausdauer. Dann haben wir hier Rote Flammen, die Legenden von Astrei 3, sagt mir auch so gar nichts. Und ja, als nächstes kommt die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl. Auf das Buch freue ich mich sehr und falls ihr jetzt im Hintergrund Geräusche hört, mein Freund kommt gerade nach Hause. Ja, die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl, finde ich das Cover mal mega cool und ja, ich mag die Fantasy-Bücher von Laura Kneidl ja und bin schon sehr auf das Buch gespannt. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, ich finde es klingt richtig, richtig spannend und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie dieses Buch so ist. Die Krone der Dunkelheit erscheint am 2. Oktober, hier steht's. Dann haben wir als nächstes wieder Science Fiction von Andreas Brandhorst, Seelenfänger. Kenne ich jetzt persönlich auch nicht, sagt mir auch gar nichts. Dann haben wir von Herrn Heitz die Legende der Albä. Sagt mir auch so gar nichts. Ich wollte schon immer mal was von Herrn Heitz lesen, aber irgendwie bin ich da noch nicht so dazu gekommen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob das, was er schreibt, so richtig meins ist. Also es klingt irgendwie immer sehr, sehr spannend, aber ich traue mich da nicht so richtig ran. Naja, vielleicht irgendwann einmal.
Dann haben wir Dämonentage von Nina McKay. Das ist eine Urban-Fantasy-Geschichte. Ich finde auch, die klingt eigentlich ganz cool. Und Nina McKay hat ja so ein bisschen so einen witzigeren, ausgeflippteren Schreibstil. Und ja, Dämonentage habe ich mir auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben, denn ich wollte von der Autorin schon immer mal was mitlesen. Dann haben wir noch von Alexei Prejo, oder wie auch immer man ihn ausspricht, Dunkle Orden. Das ist auch der zweite Teil dieser Chroniken der Seelenfänger. Kenne ich persönlich jetzt auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Buch für mich ist. Ich glaube, das ist so richtig krasse High Fantasy. Yay! Dann kommt der 11. Teil schon der Spinnenreihe, also der Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep raus. Das ist ja auch eine Urban Fantasy-Reihe, wo es um Auftragskiller geht. Und ich mag die Welt total von der Reihe. Ich liebe die ja. Aber ja, ich glaube, im Englischen sind inzwischen 16 Teile raus. Wir sind jetzt in Deutschland dann beim 11. im Dezember. Und ja. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich muss da auch echt mal weiterlesen. Dann haben wir hier nochmal Terry Pratchett, nochmal humoristische Fantasy und Bin mal kurz tot. Tot war ich gestern. Der Doppelband. Ach so, das sind zwei Bücher in einem. Okay. Ja, wie gesagt, humoristische Fantasy habe ich noch nie ausprobiert. Weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Und dann haben wir Flammendes Erbe. Das ist auch der zweite Teil von Krieg der Drachen. Sagt mir auch so gar nichts. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles nicht so High Fantasy für mich. Ich glaube, das ist eher so Hobbit-Fantasy, was absolut nicht meins ist. Dann haben wir noch einen Thriller von Dan Wells, Active Memory. Ich weiß nicht, ob das mit dem hier unten so zusammengehört. Keine Ahnung, hier steht jetzt nicht, dass das eine Reihe ist. Könnte durchaus möglich sein. Ja, falls euch interessiert, erscheint am 11. Januar. Und dann haben wir wieder ein Buch für mich, und zwar Honey Bad Gears. Das ist der erste Teil der neuen Reihe von Gea Eiken. Hier geht es auch um Gestaltenwandler. Und hier trifft ein Grissy-Gestaltenwandler auf eine Gestaltenwandlerin, und sie ist ein Honigdachs. Und das finde ich ja mal sehr, sehr interessant. Und ich finde, das klingt auch richtig, richtig cool. Und ja, falls ihr solche Geschichten mögt, schaut euch Honey Bad Gears auf jeden Fall mal mit an. Dann haben wir hier noch Berg der Macht von Robert Corvus. Und ja, Dark Fantasy. Ach, Dark Fantasy ist ja irgendwie so gar nicht meins. Also, ja, falls es euch interessiert, schaut es euch an. Aber meins ist es nicht. Und ja, dann haben wir hier noch so eine Info zur Black Blade-Reihe von Jennifer Estep. Ich glaube, die kommen nochmal als Taschenbücher raus. Und ja, werden da nochmal neu aufgelegt. Und ist Romantic Fantasy. Ist eigentlich auch Urban Fantasy irgendwie. Urban Fantasy, was in anderen Menschenwelt spielt, in anderen Städten, die es so in echt, glaube ich, gar nicht gibt. Ja, ich habe die Reihe hier angefangen zu lesen. Ich habe den zweiten und dritten Teil auch zu Hause. Müsste ich mal weiterlesen, dass ich diese Reihe auch mal beenden kann. Und ja, kommt auf jeden Fall nochmal als Taschenbuch raus, falls es euch interessiert. Und ich glaube, genau, damit wären wir auch schon am Ende von Piper Fantasy und Science Fiction. Kommen wir jetzt mal noch zu dem anderen, und zwar Ivy und You and Ivy. Das ist so das Jugendbuch-Genre von Piper, und ja, schauen wir da einfach mal rein. Und ja, das erste Buch ist Lotte und der Problemtauschzauber. Das ist so ein richtiges Kinderjugendbuch. Ich glaube, das ist auch so ab 10 Jahren empfohlen oder so. Also nichts für mich, aber, ach ja, genau, hier steht es auch ab 10. Also nichts für mich, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Dann haben wir Das Geheimnis von Rockwood, ist auch ab 10 Jahren, also auch nicht meins. Klingt aber so ein bisschen so Richtung Night School mäßig, falls es euch interessiert. Dann haben wir Cassiopeia, Das Geheimnis der Friesenpferde. Klingt auch absolut nach einer Mädchengeschichte, also ich glaube, allein vom Cover her kann man das erahnen. Ich glaube, da brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Erscheint am 2. Oktober auf jeden Fall. Dann Ein Riss im Raum, das ist der zweite Teil zum Zeiträtsel. Das Zeiträtsel kommt da jetzt irgendwann ins Kino, und ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil so da dazu. Dann haben wir noch von der Mythos Academy Colorado den zweiten Teil, Hard Frost. Da freut sich meine Arbeitskollegin schon drauf. Hier wollte ich mir das Buch von ihr auch nochmal ausleihen. Seht ihr, habe ich auch noch nicht gemacht, aber naja, man kommt halt hier zu nichts, wenn man 20 Millionen Bücher zu Hause hat. Und ja, möchte ich auch auf jeden Fall irgendwann nochmal mitlesen, die Reihe. Werde ich mir jetzt aber nicht kaufen, sondern dann von meiner Kollegin ausborgen. Und dann haben wir hier Legendary, das ist der zweite Teil zu Caraval. Caraval steht auch noch irgendwo auf meiner Möchte-ich-irgendwann-mal-lesen-Liste. Und ja, da es eine Fortsetzung ist, gibt es hier eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Dann der zweite Teil von Bitter und Bad. Hier habe ich den ersten auch noch irgendwo auf meiner Liste. Ach ja, die Liste ist lang. Und ja, klingt auf jeden Fall auch richtig cool.
Dann haben wir hier Phoenix Widerstand von Michael Peinkofer. Ich muss sagen, hier finde ich das Cover irgendwie absolut unhübsch. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, zu animiert aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Ist auf jeden Fall auch der zweite Teil von dieser Reihe. Und ja, erscheint am 1. Februar nächstes Jahr. Und dann haben wir hier nochmal diesen Doppelband von der humoristischen Fantasy. Haben wir das nicht gerade eben schon bei Piper Fantasy gesehen? Ist das nicht das gewesen? Ich glaube, das ist das gewesen. Ja, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und dann haben wir hier nochmal Black Blade, die Taschenbücher, und dann sind wir hier auch schon durch. Und ja, mehr gibt es hierzu auch nicht zu sagen. Also wie gesagt, ich verlinke euch alles nochmal unten in der Infobox, falls ihr es euch nochmal genauer angucken wollt. Und ja, ansonsten wären wir mit dem ersten Video jetzt durch. Es ist mega lang geworden, es tut mir leid, aber der Lux Verlag ist einfach der mit den meisten Büchern, die mich jetzt auch persönlich interessieren. Deswegen denke ich mal, werden die anderen Videos nicht so lang. Und ja, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle einfach mal von euch und bedanke mich immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.